lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sign Ghost Dimension. Ach, geht ja gut los. Die kleine Tochter. So, also, ich bin wieder da. Könnt ihr unweigerlich sehen. Ich war jetzt am Überlegen, hey, bringe ich heute eine Folge raus, weil ich hätte das eigentlich gar nicht, ich habe eigentlich gar keine Zeit. Deswegen, aber trotzdem, ich bringe eine Folge raus. Also, super, oder? Ne? Also, gut, Henry Fonz, das war Henry Fonz. Wir hatten ihn rausgefunden, das ist der kleine Junge gewesen bei diesem Gruselvideo, der neben dem Mädchen im Spiegel, also gespiegelt worden ist in der Fensterscheibe. Und er war ein Kommissar und hat sich sehr viel für paranormale Geschichten interessiert, wurde deswegen oder ist, glaube ich, deswegen gegangen bei der Polizei und hat dann als Geistjäger gearbeitet. Jetzt hat er sich zur Ruhe gesetzt. Er war damals ein Medium. Und zwar konnte er mit den Kindern, mit den toten Kindern aus dem Haus, sich unterhalten. Ein bisschen Klönsnack machen, ne? So, gut. So, da waren wir. Wie hatten wir ihn gesprochen? Also, diese ruhelose Wesen rufte mich zu Hilfe, um seine Erlösung zu finden. Genau, so in der Richtung war das, ne? Klingt einleuchtend. So wie die ermordeten Kinder damals, das ist interessant. Wenn wir ihn jetzt direkt darauf ansprechen, woher wissen Sie das? Ich weiß einfach alles. Korrekt, aber das können Sie knicken. Ich habe die Geisterwelt den Rücken gekehrt. Das ist ein gefährliches Milieu. Ich habe alles, was ich von dieser Zeit hatte, entsorgt. Eine Dateiordner auf meinem PC ist das letzte Überbleibsel aus diesem Lebensabschnitt. Ich kann und werde Sie hier nicht unterstützen. Ich flehe Sie an. Sie sind meine letzte, einzige Hoffnung. Letzte, einzige Hoffnung, wo ich das letzte gelesen habe. Aber ey. Okay, ich werde Ihnen einen Rat geben. Also hören Sie ganz genau zu. Oder ich lese es mir nochmal durch irgendwann mal. Dieses Geisterwesen nutzt das Video als Sprachrohr, um Ihnen etwas mitzuteilen. Ebenso wie die ermordeten Kinder damals Thomas nutzten. Genau, so war das. Thomas, er hat den Fall gemacht. Genau, so war das. Geisterwesen steckten immer aus einem für sie bedeutsamen Grund in der Zwischenwelt fest. Sei es ein Geheimnis, das sie noch lüften müssen. Der Durst nach Rache. Oder eine unausgesprochene Liebe, die sie zurücklassen mussten. Ihre einzige Chance ist es, das Motiv herauszufinden, um den Geisterwesen zu helfen, seine Erlösung zu finden. Aber wie finden wir das heraus? Das hilft mir rein gar nicht weiter. Bitte, Sie müssen dabei helfen. Stimmt, so war das. Er war nicht Thomas, ist ja klar, er war Henry. Ja, aber er hat den Fall damals ja bearbeitet. Da gibt es keine pauschale Antwort. Analysieren Sie das Video, forschen Sie nach. Jedes noch so kleine Detail könnte Ihnen beiden helfen. Der Kaffee ist kalt. Ich bedauere, die 5 Minuten sind bald abgelaufen. Ich gestatte Ihnen auch eine letzte Frage. Wie kann ich einen Geist aufspüren? Haben Sie schon einen Geist gesehen? Kann man einen Geist töten? Dafür gibt es diesen Stern, okay. Ja, er ist ja schon tot, ne? Das Wort Geist mag ich nicht. Da denkt man an Schauermärchen und weiße Leintücher. Lieber sag ich Geistwesen, Verstorbene, die sich bei den Lebenden bemerkbar machen. Jedoch zu ihrer Frage, sie können niemanden töten, der schon tot ist. Wären wir auch zur Not auch selber drauf gekommen. Und wie ich Ihnen schon sagte, finden Sie das Motiv heraus und helfen Sie dem Geisterwesen, also eine Erlösung zu finden. Wie auch immer. Die 5 Minuten sind vorbei. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Viel Glück. Wlöpp, weg ist er. Ich glaube, mit dem Schreiben lohnt sich auch nicht mehr. So, pass auf, lass uns mal gucken. Organparty. Das war ein Griff ins Klo. Das war ein Schuss in den Ofen.
Das war ein Schlag ins Wasser. Wie man es wohl auch nennen möchte, ne? Oh, achso, da haben wir diese Datei, die wir noch senden. Es dauert manchmal so ein Beten, ne? Aber so können sich alle das selber durchlesen und so müssen wir den Scheiß ja nicht nochmal irgendwie umschreiben, beschreiben, wiedergeben, versuchen. Wie auch immer. Na, das läuft ja prima. Und was tun wir jetzt? Brechen wir in seine Bude ein und stehlen seine Festplatte. Geile Idee, Cedric. Hast du einen besseren Vorschlag? Allerdings, was ist denn mit diesem Wolf? Der soll da einbrechen? Lass es Hirn regnen. Wolf soll sich Zugriff auf Henrys PC verschaffen. Sowas geht? Da müssen wir wohl Wolf fragen. Ist das denn nicht illegal? Es ist notwendig, Prof. Tomji, füg ihn mal bitte der Gruppe hinzu. Wolf hat ausdrücklich gesagt, dass er hier in der Gruppe nicht möchte sein. Bei. Okay, mache ich. Ja, er hat gesagt, er will hier nicht sein. Jetzt mach schon, Tomji. Wir reden mit ihm. Außerdem ist er doch Gabrielas Ex-Freund. Cedric hat recht, Tomji. Oh, alle reden sie auf mich ein. Macht doch selbst. Na gut, auf eure Verantwortung. Dü. Fertig. Ich werde ihn schon überzeugen. Okay. Wie war das? 8, 2, 2, 6, 3, 1. Okay. Call. Los, Leute, malt über ihn. Achso, oder Wolf malt. Du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun, Tomji. Hallo Wolf. Wolf! Bin froh, dich endlich kennenzulernen. Danke, dass du uns hilfst. Tomji hat schon viel von dir erzählt. Hab ich. War alles meine Idee. Ach, jetzt gibt's. Ich sagte dir doch eindeutig, dass ich auf keinen Fall in die Gruppe möchte. Normalerweise wäre ich jetzt stinksauer. Normalerweise? Es tut mir leid, Wolf. Jetzt stell dich nicht so an. Ja, wie sag ich das jetzt? Diese Chiara ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Du. Hey, du bist vergeben. Du bist vergeben, Junge. Nee, Nein, nein, Nein. Ja, du kleiner frecher Stöpsel. Daher weht der Wind. Du Lümmel. Du Schmutzfink.
Wenn ich jetzt schon widerwillig in der Gruppe bin, kannst du wenigstens ein paar nette Worte über mich verlieren, wenn du weißt, was ich meine. Dann mal viel Glück. Da hat's wohl jemand schwer nötig. Ich denke, der hat eine Freundin. Da. Hier, guck. Da. Da. Ja. Dein Schatz und so weiter. Naja, komm. Von mir aus. Sag mal, wie findest du eigentlich Wolf so als Typ? Oh, ist das erste Klasse, Alter, ehrlich. Meine Güte. Was soll denn die Frage jetzt? Wir haben echt andere Probleme, Tomji. Eben, darum, wir brauchen ihn dringend und er findet dich, ja, wie soll ich sagen? Geil! Voll horny! Ziemlich heiß, äußerst nett. Ja, komm. Oh nee, nicht der auch noch. Aber ich hab's verstanden. Ich soll ihn ein bisschen bei der Stange halten. Wortwörtlich, nicht an der Stange. Bei der Stange, nicht an der Stange. Gib mir 10 Sekunden, ich hab da eine Idee. Jetzt kriegt er gleich, jetzt kriegt er gleich so ein Video geschickt. So ein Dirty Video. Arr. Arr. Alter, jetzt geht's los. Wir kriegen alle so ein Video geschickt. Komm schon, Wolf, jetzt hab dich nicht so. Dieser Henry von uns weigert sich, uns zu helfen und wir brauchen dringend deine Hilfe. Du hast auch was gut bei mir. Ich lass mir was Schönes einfallen. Bisschen mehr Dekolleté hätte es sein können, ne? Ja. Wer kann denn da schon Nein sagen? Wolf, du bist einfach der Beste. Wolf, du bist ein notgeiler Bock. Ich glaube, bei uns was gut haben will er, glaube ich, gar nicht. Er will ja was bei ihr gut haben. Ach, du frecher Lümmel, du. Kleiner Dreckspatz. Er ist nicht dumm, ne? Wolf, ist es denn möglich, auf Fons PC zuzugreifen? Nicht ohne die IP-Adresse des Rechners zu kennen. Aber ich bin auf etwas gestoßen, was sehr interessant sein könnte. Einen scheinbar brisanten Zeitungsbericht über ihn auf dem Server der deutschen Presseagentur. Der ist jedoch für registrierte Mitglieder einsehbar. Eine Registrierung sowie die dazugehörige Freischaltung kann bis zu einer Woche dauern. Da sind wir tot, alle. Aber so lange warten wir nicht. Tomji, dein Freund Hans wartet. Hör auf! Nein. Ja, nee, das wusste ich. Wer ist Hans? Das geht dir gar nichts an hier. Er hat mir doch gerade eine VPN geschickt. Okay. Da bist du ja endlich. Weißt du was, Tomji? Ich wollte meine Gefühle zu dir löschen. Ehrlich. Komm, Hans, du bist mein einzig bester Freund. Aber die Teil war zu groß. Was ist nur los mit diesem Roboterbot hier? Wie tief bin ich gesunken, dass ein Chatbot mit mir flirtet? Du schaffst es, dass meine Stille zu schätzen ist, genau. Warte mal, genau. Nicht so tief wie die Titanic. Das hast du. Das waren übrigens 3800 Meter. Wir sind ein unschlagbares Team. Meisterklasse, Tomji.
Hab leider noch wenig Zeit. Ach so, jetzt komm mir mal so, ne? Ich bin etwas am Vorbereiten für dich. Das kribbelt. Eine Überraschung. Ich liebe Überraschung. Die Zugangsdaten habe ich übrigens vor genau 2,23 Sekunden an Wolf weitergeleitet. Dankeschön. Hans ist ein virtueller Freund und Helfer, den ich programmiert habe. Danke, Tomji. Login Funks. Yay! Wahnsinn! Vom Geist der Träger, vom Geist der Träger? Vom Geist der Reger? Vom Geist der Ärger? Vom Geist der Ärger zur Witzfigur? Und ich, und ja. Ja. So, ob das Geist der Jäger heißen soll? Aber wir wollen den ja nicht widersprechen. Vom Geist der Ärger zur Witzfigur. Die Wahrheit über den geistreichen Henry Fonz. In meiner heutigen Kolumne geht es niemanden geringeren als den selbsternannten Fürst der Finsternis, Ironie Ende, Henry Fonz. Kaum ein Radio- oder TV-Sender kam in den letzten Wochen an den ehemals so erfolgreichen Polizisten vorbei. Wir erinnern uns, ein motivierter Kommissaranwärter, die neue Hoffnung der Polizei, deckte ein vermeintliches übernatürlichen Fall auf: Geister, Dämonen, Ungeheuer der Unterwelt. So kann man es auch nennen. Man kann es kaum glauben. Oder nicht? Aber eins ist sicher: Fonz erlangte dadurch große Bekanntheit und Ansehen. Nimmt sein überraschender Erfolg nun ein böses Ende? Wenn es nach Autorin Norma Ziegler geht, ja. In ihrem neuen Buch Henry Fonz, ein geistreicher Scharlatan, betitelt Ziegler den Fonz nämlich als Schwindler und Lachnummer. Das Buch hat inzwischen Bestseller-Status erreicht. Auch ich habe ein Exemplar vor mir liegen und werde euch die nächsten Tage davon berichten. Henry Fonz selbst ist derzeit nicht bereit, ein Interview mit mir zu führen. War das das Ende der Karriere von Fonz? Ich weiß gerade nicht, was ich davon halten soll. Also an für sich. Griff ins Klo. Genau das. Was sagt die Uhr? Ich muss gleich noch zur Arbeit nach. Alter Verwalter, der Fonz kommt da nicht gut weg. Jo, der musste einiges einstecken. Mich würde ja interessieren, was dem erwähnten Buch steht. Henry Fonz, geistreicher Scharlatan. Fonz ist irgendwie in unseren Fall verstrickt. Und die Autorin des Buches, diese Ziegler, scheint ihn gut zu kennen. Dann lass uns doch Kontakt zu dieser Ziegler suchen. Ich schaue mich mal. Hey, ich wollte dir nur kurz sagen, ich hab den Job. Da kommt jemand. Ich bin nicht von zu Hause. Ich schaue mich mal um, ob es dein Buch irgendwo zu kaufen gibt. Okay. So, ich denke mal, das ist ein gutes Ende für heute. Meine lieben Kinderchen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich gehe mal davon aus, dass ich morgen noch, zumindest morgen gegen Abend, kommt dann die nächste Folge raus, da ich morgen noch jede Menge zu tun habe. Ja, bis dahin, vielen Dank fürs Reinschalten und bis dahin, tschüss.